bei aller Härte einer Diskussion, bei aller Härte einer Diskussion in einem Parlament, der ich auch nicht abgeneigt bin, ist die Aussage einer Landesregierung gegenüber, ihre Tage sind gezählt. Keine politische Aussage, sondern immer eine existenzielle Aussage. Und ich finde, da sollte man sich ein bisschen mäßigen, gerade als Ausschussvorsitzender. Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde zur Verkehrswende im November ist mir noch gut in Erinnerung. Und deswegen freue ich mich, dass der Kollege Dr. Redmann gerade im Raum ist. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Redmann, weil ich erinnere mal an Ihre Rede zur Verkehrswende zur Aktuellen Stunde, wo Sie ja sehr umfangreich aufgezählt haben, welche Linien erweitert werden, welche Kapazitätserweiterungen wir im öffentlichen Personennahverkehr haben. Und deswegen will ich mal hier an dieser Stelle sagen, ich freue mich sehr, dass wir mit dem Fahrplanwechsel in diesem Dezember 30% mehr im öffentlichen Verkehr, im Netz Elbe-Spree und in der Lausitz auf die Schiene bekommen haben. Und deswegen, Herr Dr. Redmann, bin ich Ihnen dafür sehr dankbar gewesen. Und ich will noch mal ergänzen, das war eine hervorragende, gute Politik der rot-roten Landesregierung. Denn wie immer in der Politik, ja, denn wie immer in der Politik ist es so, die einen haben die Ideen, gerade bei langfristigen Sachen, die einen haben die Ideen, bringen alles auf den Weg und die anderen haben dann die Möglichkeiten, die Bändchen zu durchschneiden bei einem Regierungswechsel. So ist das, aber ich finde, sowas gehört zur Wahrheit dazu. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie der jetzige Verkehrshaushalt aufgestellt ist. Auf den will ich mich kurz beschränken. Ich finde nämlich Tatsache, dass es gibt jetzt drei Möglichkeiten, wie dieser Haushalt aufgestellt wurde. Da fehlen ja ganz viele Sachen. Also entweder der Verkehrsminister hat nicht die entsprechenden Anmeldungen bei der Finanzministerin gemacht. So, könnte ja sein. Die zweite wäre, die Finanzministerin hat die Anmeldungen, die er alle gemacht hat, freundlich entgegengenommen und hat Nein gesagt. Kriegst du nicht. Und da die dritte Variante ist, und auf die muss ich mich jetzt mal ein bisschen fokussieren, ist, die Koalitionsfraktionen haben überhaupt kein großes Interesse an einer Verkehrswende in diesem Land. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Und deswegen muss ich mich da mal ein bisschen drauf konzentrieren, weil, Herr Minister, Sie können nur das Geld ausgeben, was Sie haben und was Ihnen dieses Parlament zur Verfügung stellt. Und dann habt ja die Koalitionsfraktionen erklären ja immer wieder, dass sie ihnen mehr Geld zur Verfügung gestellt haben, dass sie also da nochmal aufgestockt haben, dort nochmal beim Radwegebau nochmal aufgestockt haben und so weiter. Und das alles, ich wiederhole es gerne, über globale Minderausgaben. Mit anderen Worten, der Verkehrsminister kann uns nachher gerne erklären, wie er diese zusätzlichen Ausgaben in seinem eigenen Haushalt später einsparen will und an welcher Stelle. Aber Herr Minister, Sie brauchen sich ja eigentlich keine Gedanken zu machen. Denn alle Anträge liegen hier auf dem Tisch, die Ihrem Haus, die dem Infrastrukturministerium die Möglichkeit geben würden, alles das, was Sie übrigens immer wieder in Ihren Interviews erzählen, dass Sie die Verkehrswende wollen, dass Sie mehr Radverkehr wollen, dass Sie mehr Schienenausbau wollen, dass Sie das alles umsetzen können. Die einzige Möglichkeit oder die einzige Sache, die Sie machen müssen, ist, bei Ihrer Rede hier nach vorne zu gehen, Ihre Koalitionsfraktionen anzusprechen und zu sagen, liebe Koalitionsfraktionen, stimmen Sie den tollen Anträgen der Linksfraktion zu. Und schon haben Sie alle Möglichkeiten, die Sie brauchen. Und deswegen werde ich das ich habe ja so furchtbar wenig Zeit, aber an drei Beispielen einfach nur noch mal deutlich machen. Das eine ist, werden Sie verstehen, der Ausbau der reaktivierten Bahnstrecken, da sind wir leider nicht weitergekommen. Ganz im Gegenteil, die Schorfheidebahn RB63 wurde eingestellt mit dem Fahrplanwechsel. Ohne Intervention offensichtlich des CDU-Fraktionsvorsitzenden, der Finanzminister, wäre möglicherweise die RB7374 auch abbestellt worden. Und wir haben weder im Landesnahverkehrsplan 23 bis 27 und auch im Haushalt keinen vernünftigen Zeitplan für Reaktivierung. Dabei böten zum Beispiel die Ketziner Bahn oder die Vriezner Bahn durchaus Potenzial für eine kurzfristige Wiederbelebung. In unserem Änderungsantrag schlagen wir deshalb jährlich 2,5 Millionen Euro für die Nutzen-Kosten-Analyse und konkrete Planung zur Reaktivierung von Strecken und Halten zweckgebunden einzustellen vor. Und dann hat sich die Koalition ja dafür gelobt, mehr als 40 Millionen Euro für den Radverkehr auszugeben. Die Hälfte davon sind Bundesmittel. Beim Landesanteil hatte das Verkehrsministerium in seinem Haushaltsentwurf Gelder gekürzt. Erst in den Haushaltsberatungen im Landtag wurden die dann wieder aufgestockt mit ungedeckten Schecks, wie wir wissen. Und Zum Dritten die versprochene jährliche Dynamisierung, die Sie im Koalitionsvertrag hatten, um 1,5%. Im Haushalt stehen nur noch um 1,3% erhöhte Zuschüsse. Die werden auch noch dadurch kleiner, dass die investiven Zuschüsse aus dem entsprechenden Haushaltstitel herausgerechnet und nicht dynamisiert werden.
Die Dynamisierung entspricht damit Mehrleistungen von nicht einmal 2 Millionen Euro pro Jahr, obwohl laut Verband der Verkehrsunternehmen allein 15 Millionen Euro pro Jahr erforderlich sind, um die Kostenexplosion bei Strom und Diesel auszugleichen. Und genau das alles finden Sie in unseren Änderungsanträgen. Und zum Schluss noch ein Wort zum Sozialticket, dessen Budget hat die Koalition in den letzten Jahren systematisch zusammengestrichen. Das rächt sich jetzt in der Preiskrise, wo eine Entlastung der Menschen von den Mobilitätskosten dringender denn je ist. Wir beantragen deshalb eine Erhöhung der Gelder für das Sozialticket auf das Niveau von 2019. Damit könnte der Preis für das sogenannte Mobilitätsticket Brandenburg zum 01.01.2023 auf 9 Euro pro Monat gesenkt und der Geltungsbereich auf ganz Brandenburg und Berlin ausgeweitet werden. Meine Damen und Herren, wir haben hier sehr sinnvolle Vorschläge für eine echte Verkehrswende Ihnen auf den Tisch gelegt. Sie brauchen nur noch zuzustimmen und alles wird gut. Vielen Dank, meine Damen und Herren.